Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stars TV Online. Ja, heute machen wir weiter bei Loretta, denn die haben wir in der letzten Folge ja gefunden, weil ein Erdrutsch gab. Ja, und jetzt wollen wir, und jetzt will sie uns irgendwas mit einem Club. Einladung im Club, oder wie hieß das nochmal? Willkommen im Club. Jedes Jahr kommen viele neue Reiterinnen durch die Tore des Moorlandstalls. Wir Bobcats tun unser Bestes, sie alle willkommen zu heißen, ehe sich bei ihnen wieder alles nur um Reitstunden und Freundschaftsarmbänder dreht. Aber dann und wann trifft man auf eine Reiterin, die zu höherem bestimmt ist? Vielleicht war ich zu vorschnell mit meinem Urteil über dich. Du hast mir aus der Patsche geholfen. Du hast auf unseren Reitstrecken hart trainiert. Und ich glaube, du und Star Galaxy habt eine ganz besondere Bindung aufgebaut. Lia, ich habe das Gefühl, in deiner Zukunft werden große Dinge geschehen. Ich wäre stolz, dich im Bobcat Pink zu sehen. Geh doch zu Tan. Sie gibt dir eine unserer Jacken. Sieh das Ganze als eine Art Ehrenmitgliedschaft in unserem Club. Versuch weiterhin so gut zu sein, wie du sein kannst. Und dann können wir vielleicht eines Tages eine offizielle Mitgliedschaft daraus machen. Ja. Wir kriegen unsere Jacke. Loretta, mach dich zur Bobcat ehrenhalber. Hä? Loretta macht dich zur Bobcat ehrenhalber? Was ist das denn? Wie aufregend. Bitteschön, Lia. Eine Reitjacke nur für Bobcat-Mitglieder. Genau wie meine. Auch wenn Loretta dich noch nicht als vollwertiges Mitglied betrachtet, bist du herzlich eingeladen, jederzeit mit uns zusammen zu reiten. Ja, jetzt haben wir die Ten. Alter 18, Pferd Geronimo, Reitclub Bobcat Mädchen, Rolle im Club, Mitanführerin, Mitbegründerin, also genau wie bei Loretta. Geburtstag 6. Juli, Krebs, Zuhause Moorlandstall, Geburtsort Moskau, Russland. Lieblingsessen Knödel, Lieblingsfarbe Pink, Hobbys Geländereiten. Ten, Abkürzung von Tatjana, ist Lorettas beste Freundin und ich und eine der Mitanführerinnen des Bobcats Mädchenreitclubs. Ich habe gehört, dass sie seit ihrem 12. Lebensjahr jeden Sommer in den Moorlandstall kommt und endlich nach Jorvik gezogen ist, um das Reiten in Vollzeit zu lernen. Das ist total inspirierend. Ten hilft den neuen Mädchen in Moorland, auch wenn sie Loretta als Vorbild nimmt und den Ruf der Bobcats für Perfektion aufrecht hält. Ja, da haben wir jetzt eine wunderschöne, pinke Jacke bekommen, wo hinten auch ganz groß Bobcat draufsteht. Die hat sogar ganz gute Werte. Der hier, die grüne, hat Befehl nur 1 und die pinke hat Reiten 2, Springen 2, Befehl 2 und Pflege 1. Das ist echt gute Werte und darum lassen wir die jetzt an. Ich mache jetzt mit euch mal zusammen erst nochmal die Rennen. Damit wir unseren Star Galaxy jetzt mal auf Level 3 hochkriegen, damit wir wirklich mal einen Ticken schneller unterwegs sind, weil das, wie ihr seht, das ist eine reinste Schlaftablette und ich brauche die Jorvik-Schillinge. Wegfutter. Irgendwann hört das wirklich dann auf, das mit den ganzen Pflegen und so weiter, dann können wir uns irgendwann mal ein Stallmädchen leisten. Aber für ein Pferd Stallmädchen zu holen und ich habe noch nicht mal Lifetime oder Star Rider, das ist total bescheuert. Meine Star kommt ganz schnell weg und da könnt ihr doch nicht mal gegen Husten, so schnell sind die dann weggeflogen. Ich glaube, das würde dann auch nur für ein paar Tage reichen. Ich glaube, mindestens für eine Woche. Ich glaube, da würde ich mit einem Monat auch nicht mal hinkommen, weil ich habe nicht viel. Und ja, wie gesagt. So.
So, jetzt machen wir das nächste. Dafür können wir 250 hier. Und dann, glaube ich, haben wir unser Pferd auf Level 3 hoch. Weil mehr Rennen gibt es ja zurzeit hier noch nicht. Immer ein bisschen schneller, Pferdchen. Ich möchte heute auch noch ein bisschen weiter vorankommen als nur mit den Rennen hier. Wir müssen uns unbedingt mal richtige neue Ausrüstung holen, aber ich habe kein Geld. Ich habe nur knapp Jorvik-Schillinge, die reichen gerade erstmal für Futter. Ich habe, wie gesagt, Starcoins gebe ich nicht mehr aus für sowas. Das werde ich mir ansparen wegen Pferde und so, weil wir wollen ja irgendwann noch ein bisschen mehr Pferd als nur uns ein dieses haben. Und ich werde hier Star Galaxy nicht ausleveln, weil jedes Pferd kannst du bis Level 15 ausleveln, aber ich werde das hier nicht tun, weil in der Hauptstory müssen wir ihn öfters mitnehmen als gedacht, also wie als andere Pferde, weil es gibt welche bestimmte nur Quests, da kannst du das nur mit einem Anfangpferd machen. Und da wird auch schon mit Tropfen automatisch mit hochgelevelt. Ich glaube, bis Level 5 werde ich ihn leveln und dann werde ich mal gucken, wie weit ich dann mit der Quest bin, wenn ich dann schon mit der Quest durch bin und ich habe mir dann einen Lifetime. Ich werde mir keine Monate holen, ich werde mir sofort Lifetime dann holen. Werden wir uns mal nach einem neuen Pferd Ausschau halten. Weil, wie gesagt, ich bin jetzt fast bei der 10. Folge. Und ja. So. Ach Mist, hat fast. So. Dann gehen wir mal, ich kriege auch ständig die Reitclub-Anfragen. Ich werde die aber nicht annehmen, weil ich später mir noch mein eigenes holen möchte. Nee, das ist hier nicht. Komm. Dann reiten wir mal zu den Konrad dahin. Und dann, das ist der Mollerschmied hier. Ja, wir können auch eine Aufgabe machen. Na, aber hallo, ich grüße dich und dein stattliches Pferd. Du siehst jung und stark aus. Vielleicht könntest du mir mit einer Kleinigkeit helfen. Mein alter Assistent Patrick sollte mir letztens eine Lieferung feinstes Werkzeug aus dem Jorvik-Stellen bringen. Er war schon fast hier, als eines dieser Bobcat-Mädchen die Straße von der Damaskusmine heruntergerast kam und ihn fast umgerannt hätte. Er hat sich so erschreckt, dass er den ganzen Weg hierher gerannt ist. Dummerweise hat er auf dem Weg alle Werkzeuge fallen lassen. Er ist kein mutiger Mann und jetzt weigert er sich, die Werkzeuge zu suchen. Die Werkzeuge suchen zu gehen und sie liegen dort jetzt einfach herum und verrosten. Ich habe keine Zeit, selber nach ihnen zu suchen. Aber vielleicht könntest du das für mich machen. Ich wäre dir ewig dankbar, junge Dame. Die Fracht enthielt einen Hammer, eine Metallklammer und eine glänzende Minenhacke aus feinstem Jorvik-Stahl. Ja, da wird uns der Weg wieder gezeigt. Einmal da ganz hinten in die Ecke. Und da liegen die Sachen. Ja, wie gesagt, der Anfang ist nicht gerade so spannend, weil es ist der Anfang. Aber glaubt mir, es wird nachher viel, viel spannender. Sobald wir aus diesem Gebiet raus können und nach Silverglade hin können, dann ab da wird es spannender. Das war die Zange. Minenhacke. Und das andere Teil. Ich glaube, das war der Hammer. So. Ha, du bist ein Engel, Lia. Das ist wirklich ein toller Tag. Ich bin
Ich bin so froh, dass du alle meine Werkzeuge gefunden hast. Ja, meine Lieben, das war's auch für heute erstmal. Und dann können wir ja morgen weiter gucken, was Konrad noch von uns möchte. Und ja, bis dann. Ciao. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr, sehr dolle freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben geben könntet und die Glocke auch zu aktivieren. Wenn ihr noch kein Abonnent seid, würde ich mich sehr dolle freuen, wenn ihr also ein Abo da lassen könntet, weil ich versuche regelmäßig Videos hochzuladen. Und ich würde mich auch sehr, sehr dolle darauf freuen, wenn ihr einen Kommentar da lassen würdet, weil ich lese sehr, sehr gerne eure Kommentare und so. Ihr könnt mich auch auf Facebook folgen, da heiße ich Lena Zeilenbritschke. Genauso wie auf Instagram heiße ich auch Lena Zeilenbritschke. Da werde ich mal zwischendurch auch mal ein paar was hinposten und so, was ich gerade neu entdeckt habe, oder informiere euch drauf, wenn ein neues Video hochgeladen kommt.